Hallöchen. Hier wird Geschichte geschrieben gerade. Was schätzt du denn, wie viele Leute hier unterwegs sind? Na, ich schätze mal, ich kann jetzt immer schlecht schätzen. Ich schätze mal knapp 400, aber es könnte doch. Mehr als letzte Woche auf jeden Fall. Mehr als letzte Woche und es werden täglich, so meine Einschätzung, jede Woche immer mehr. Wie viele Leute sind dabei heute? Heute 300. 300 sagst du. Okay. 400. Ich habe gehört, Montagabend gehen viele Leute spazieren. Diesen Eindruck kann ich heute bestätigen. Ja? Einzug ist um 18 Uhr am Schloss Charlottenburg gestartet. Der ist dann Richtung Richard-Wagner-Platz gegangen, bis zur krummen Straße. Da ist dann ein Polizeiauto dazwischen gefahren, woraufhin dann der Zug sich teilte. Und das hintere Ende dann direkt Richtung Wilmersdorfer Straße weiterging. Die Polizeiwagen blieben beim ersten Zug. Ja. So, jetzt rief mich noch mal gerade eben ein Freund an. Der ist zufällig am Schloss Charlottenburg. Da geht gerade irgendwie ein Pulk los. Ja. Da scheinen auch noch Leute spazieren zu gehen. Das heißt, allein hier in Charlottenburg haben wir also zurzeit etwa 3 Züge. Ne. Also bei diesem Zug 2, den ich jetzt hier gerade so im Blick habe, bei meinem Gang durch die Wilmersdorfer Straße, da gehe ich mal davon aus, dass das vielleicht jetzt hier so 150 Leute sind. Wie groß die anderen sind, weiß ich nicht, aber der erste, der da abgebogen ist in die krumme Straße, das sind auch nicht weniger. Und was da am Schloss noch kommt, keine Ahnung, aber die werden wir vielleicht zufälligerweise dann in der Wilmersdorfer Straße treffen. Also so viel zu meinen Eindrücken vom Montagabend in Berlin. Die Gedanken sind frei, der Tag nicht ein, im Finstern herrscht das alles. So, wir sollen hier nicht zum Schloss weitergehen. Hier stehen ein paar Wagen im Weg, hier stehen die Polizei im Weg. Und die demonstrieren ihre Stärke gegenüber Leuten, die abends nach Hause gehen und schicken sie durch irgendwelche Seitenstraßen, ja? Tja, wir müssen jetzt ein paar andere Straßen nehmen. Das ist ja irgendwie eine Frechheit, dass man in seinem eigenen Bezirk nicht nach Hause gehen kann. Ja, hier steht wieder so ein Notarztwagen, die sind ja im Moment auch überall in der Stadt unterwegs, ne? Wir wissen ja, woran das liegt, ne? Guten Tag, es ist ein Tag vergangen seit dem Spaziergang der vielen Bürgerinnen und Bürger hier im Bezirk und ich muss da nochmal meinen Senf zu geben, ja? Ich weiß nicht, was die Polizei hier abends umtreibt. Wen suchen die? Irgendwelche Verbrecher? Die Mafia? Korrupte Politiker? Also gestern Abend gab es tatsächlich nur friedliche Bürgerinnen und Bürger hier im Bezirk, die ihre Runde gedreht haben und Liedchen gesungen haben, wie We Shall Overcome und Die Gedanken sind frei und so. Und hier war nichts los, ne? Außer gute Stimmung. Ja, also man könnte vielleicht sagen, die soziale Distanz hat ein bisschen gefehlt, ne? Aber dafür sorgt dann die Polizei. Sie kommt dann, stellt sich in den Weg, lässt ja nicht geradeaus gehen, man muss wieder zurückgehen, andere Seitenstraßen nehmen und all sowas. Also, ist das nicht peinlich? Unsere Ordnungshüter mit so einem Scheiß zu beschäftigen? Okay, das war's jetzt. Machen wir Schluss.